Hallo und herzlich willkommen hier bei einer extrem hardcore verspäteten Donnerwetter-Let's Play-Folge. Genau, aber es fällt zum Glück keinen auf. Hallöchen erstmal. Es fällt ja keinen auf, dass wir eigentlich anderthalb Stunden später anfangen, weil der Herr wieder nicht fertig geworden ist mit seiner Doofleitung. Ja. Mann, Action pur hier und kaum, es ist doch, es bringt doch was zu spielen, kaum spielen wir hier, ist das Spiel an, sind gleich vier Zuschauer mehr da. Nee, also wir sind, ich habe jetzt hier, ich bin total Pillepalle. Du wir bist wollten jetzt voll natürlich, auf Zuschauer ausgerichtet, ja, Meister. Wir wollten, nein, mich wundert's nur, das ist, gut. Ja, wir wollten auf jeden Fall eigentlich schon um 8 Uhr anfangen, hier wie üblich zu streamen und gleichzeitig aufzunehmen. Ja, genau, dann mache ich erstmal zu spät, ja, das ist schon klar. Dienstag, ne? Ist die Foundry wieder aktiviert worden, dementsprechend Patch, dementsprechend Problem. Denn ich habe ewig gebraucht zu patchen. Ich habe jetzt selbst sogar, das haben die Leute im Stream mitgekriegt. Es gab einen Live-Countdown. Es hat eigentlich bis das Feuerwerk am Ende gefehlt. Das wäre noch cool gewesen, weißt du, wenn es so fertig ist. Ich habe jetzt fast ein Dreiviertelstunden gebraucht, um über 700 Megabyte von Cryptic hier patchingmäßig runterzuladen. Und ich habe definitiv noch Puffer, was die Leitung angeht, nach oben gehabt. Wir haben ja nebenbei da hier auch noch ein bisschen die Leitung geprüft mit den Wandern zusammen und da haben wir natürlich festgestellt, dass das Problem über den Teich ist, aber nicht bei Cryptic. Ja? Mhm. Und ganz wichtig. Also es ist zwischen Perfect World und Cryptic, aber da wird eigentlich noch so ein Haufen Provider-Gewusel dazwischen hängen und ja. Da irgendeiner blockiert. Bockt. Genau. Und jetzt auf jeden Fall läuft's. Perfekt. Ich guck gerade hier auch alles an, ob wirklich alles stabil läuft. Es läuft perfekt. Mhm. Ja, Whitestone, drück's mir rein. Der hat in 6 Minuten gepatcht. Ich habe nur 1 Stunde 14 Minuten länger gebraucht. Ja, so in der Größenordnung muss ich auch gewesen sein. Ja, ich sag am anderen Tag, ich sag letzten Dienstag, letzten Donnerstag, über 2 Gigabyte Patch, letzten nicht Dienstag, mal 10 Minuten. Genau. Da ging, letzten Donnerstag. Ja, letzten irgendwas, genau. Was machen wir jetzt eigentlich? Wir wollen Missionen machen. Ja, ich tue ja schon hier Missionen einreihen. Mission, ne? Ach, doch nicht. Ja, wie einreihen? Machst du jetzt Ding oder was hier? STFs? Nee, Flottenschiffe einreihen, Mensch. Ach so. Vom Sturm, bist du schon da? Besondere Episode vom Sturm. Weiterfliegen. Was? Weiterfliegen. Bin doch nicht mal losgeflogen. Das sage ich ja. Vom Sturm erfasst, spiel mal, ne? Ja. Ich rufe mal. Vom Sturm erfasst. Betreff. The Toxutat has fallen into the hands of the Tullians. What? Your intelligence indicates increased Tullian activity in the Nakul system. Jetzt weiß ich, warum das mit dem Englischen hier machen. Ja, genau. Da hast du ja vor allem diesen Donnerstag noch ein bisschen was zu tun, aber ich will nicht spoilern. Was? Wieso? Wir haben Besuch, wir brauchen Dolmetscher. Aha. Warum weiß ich das noch nicht? Übrigens, wenn man hier wissen will, wie ein Prozessor aussieht, ne, so ungefähr sieht er aus. Das ist ein i7 dritte Generation. Entschuldigung. Bist du da? Das ist jetzt der ehemalige Dienstagstream Reborn. Was? Ne? Wieso der ehemalige Dienstagstream Reborn? Komisch, Quinn sieht aus wie Soran. Wir haben eigentlich die letzten Dienstage eigentlich so gut wie immer gestreamt. Das ist Archer. Außer es gibt natürlich kap-technische Probleme oder sonst was. Ja, die meistens dienstags auftreten. So, ja. Können wir jetzt loslegen. Ja, Beginn vom Sturm erfasst. Beginn. Ba. Was sagt denn ihr eigentlich zum Greenscreen jetzt ohne den ganzen anderen Zeug außenrum? Das könnt ihr ja mal alles schreiben, währenddessen lese ich mal vor. Schön, Sie wieder zu sehen, Admiral. Danke, dass Sie so schnell auf meine Nachricht reagiert haben. Die Trojaner haben den Quantenphaseninhibitor. Ich habe Ihr Schiff bis in dieses System verfolgt und ich empfange einige verdächtige Quantenschwingungen. Oh, hier wäre auch voll die. Guck mal, ich habe Quantenschwingungen. Aus dem Inneren des Sterns. Sie versuchen, das Gerät einzusetzen mit den Quantenschwingungen. Interessant, man kann nicht mehr losfliegen, wenn das Fenster offen ist. Das wäre schön, wenn das immer so ist. Wir müssen sie aufhalten und das Gerät zurückschaffen. Doch zunächst müssen wir den Nakul helfen. Zu diesem Zeitpunkt in ihrer Geschichte sind sie einem Angriff der Trojaner wehrlos ausgesetzt. Interessant ist übrigens eigentlich die Unterseite von dem i7, wenn man so ein bisschen sieht. Das sind alles die Kontakte von dem Ding. Das ist eigentlich aus einem. Also, es ist die Einlöt-Variante von dem. Das ist ein kaputter. Die habe ich von der Arbeit rumliegen. Die Nakul ruft uns, sollen sie auf den Hauptschirm durchschalten? Auf den Schirm. Hunter Hamburg, ja, damals war Dienstags Forst Update, ist ja momentan nicht mehr. Und aber wir streamen schon länger Dienstags. Jo. Ah, Okzeptirin.
Achso. Nicht identifizierte Schiff, sie haben unser Gebiet unautorisiert betreten. Falls sie ein Verbündeter der Tullianer sind, dann verlassen sie dieses Gebiet augenblicklich. Wir haben nichts unternommen, was einen Angriff rechtfertigen würde. Doch wir werden uns verteidigen. Ja. Hat ganz schön ein Knautschgesicht, ne? Vielen Dank, mein Volk besitzt nur wenige Kriegsschiffe. Jegliche Unterstützung gegen die Tullianer ist mehr als willkommen. So gut wie erledigt. So, auf geht's. Jetzt kann man losfliegen, gucke. Du, du fliegst du? Ach, da ist ja noch ein anderer dabei. Da war ja noch Teil Kanos Schiff da. Der mir gerade, wieso bleibst du zurück dabei? Bist du das gar nicht? Nö. Ach komm, jetzt geht mir nicht mit dem Scheißdingern hier auf den Weg. Netze da, ey, ich bin auf den Sack da, ja da. Ja, vor allem halten die ihn dann noch so lästig fest. Ja, das ist. Mich regt immer eher auf, dass die immer Systeme deaktiviert. Bis jetzt habe ich es noch nicht gehabt, aber bei den Trojanern regt mir das allgemein auf. Da wird gefragt, warum du eigentlich einen E7 rumliegen hast. Ja. Er ist eigentlich ein alter Intel Core Duo Prozessor. Nein. Da hat er einfach mit Adding E7 draufgeschrieben. Das ist ja ein Einlötprozessor, das ist ja aus Embedded Systemen. Wie hieß nochmal dieser gute Intel Prozessor, der dann, also noch Single Core war das noch. Wie hieß denn das Ding? P4, MMX. Ich weiß nicht mehr genau. Danke für die Unterstützung. Es kommt nicht häufig vor, dass man auch eine Spezies trifft, die ihr Leben für einen anderen riskiert. Wir machen noch immer Schiffe der Trojaner sowie ungewöhnliche Quantenfluktuationen nahe unseres Sterns aus. Es scheint so, als würde die Nuklearfusion des Sterns mit irgendeinem Ausmaß abnehmen. Der hat ein Gerät von uns gestohlen, das den Fusionsprozess schon beeinträchtigt. Also, ist das Ihr Schiff Ihre Schuld? Du bist schuld! Gut, ich mach Kontakt weg, Sie sind schuld. Wieso würden Sie etwas so Schreckliches tun? Sie haben dieses Problem verursacht. Ich erwarte, dass Sie es beheben. Oder wir werden und Sie und Ihr Volk alle daraus resultierenden Konsequenzen verantwortlich machen. Sie müssen so lange an die Tafel schreiben, ich bin schuld, bis wir sagen, dass es Schluss ist. Karl Dall hat das Gerät in der Zukunft erschaffen. Die Tullianer haben es von ihm gestohlen. Wir versuchen nur, alles wieder in Ordnung zu bringen. Ich hatte dieses Gerät nie herstellen sollen. Für mich zählt nur die Idee, das Unmögliche möglich zu machen. Ich habe nie innegehalten, das ist eh so ein blödes Wort, finde ich, innegehalten. Und darüber nachgedacht, wie viel Sachen es in den falschen Händen verursachen könnte. Wir müssen die Trojaner aufhalten, bevor sie die Fusionsprozesse der Sterns zum Erliegen bringen. Falls sie damit Erfolg haben sollten, hätte das verheerende Auswirkungen auf dieses System. Die Nakul würden ihre Heimat verlieren und vermutlich wird das hier nie wieder Leben entwickeln können. Ah, toll. Steuermann, voll Impuls, Kurs setzen! Das ist ja wieder dieses kleine Zeit-Torpedo-Kugelschiff, ne? Ja, die Kanonenkugelschiff, genau. Genau. Warum fliegen die in verschiedene Richtungen? Weiß ich nicht, ist das eigentlich zeitlich gesehen vor der Zeit, wo dieses Zeit-Shuttle, wo der Voyager gelandet ist, oder danach? Weil rein designtechnisch würde ich sagen, das ist davor, das sieht ein bisschen technischer aus. Das ist eigentlich dazwischen. Admiral, das trojanische Führerschiff hat den Quantenphaseninhibitor. Sie werden ihn gegen den Stern einsetzen. Wir müssen sie aufhalten, das Schiff entern und ihn zurückbeschaffen. Okay. Jetzt würde mich gerade interessieren. Ich kann mich echt nicht mal daran erinnern, schon wieder so lange her. Hat eigentlich damals an den Computern dieser Turbo-Knopf was gebracht? Ja. Hatte man das wirklich gespürt? Natürlich. Wenn der dir das Ding von 30 auf 40 Megahertz oder sowas hochgetaktet hat, ist natürlich ein gewaltiger Unterschied gewesen. Und wie viel die auch immer waren. Ja, warum wurden die nicht automatisch einfach mal ein bisschen höher getaktet? Also warum das ist natürlich die auf Energiesparen gelaufen? Die Dinger sind damals passiv gelaufen. Ach so, da gab es nicht mal einen Kühlkörper in den Anfangszeiten. Dann gab es mal einen Kühlkörper und dann irgendwann haben die tatsächlich sogar eine aktive Lüftung drauf gemacht. Stell dir das mal vor, eine aktive Belüftung. Und ganz viel später erst haben sie eine Wasserkühlung sogar erfunden. Ja, wenn du mal denkst, Wasserkühlung, ne, im Computer wie ein Auto, ey. Wenn du mal bedenkst, was so ein kleiner CPU, ich meine, diese Abdeckung von dieser CPU, die ist ja nochmal deutlich größer, als der CPU-Kern da drunter eigentlich wirklich ist. Und ja. was das für eine Hitze, also du hast da im Prinzip so ein Ding, was ungefähr ein Zentimeter auf einen Zentimeter ist und haust da drauf entweder einen Klopper von Luftkühler oder Wasserkühler, weil der so viel Hitze entwickelt. Da muss man sich mal vorstellen, wie auch widerstandsfähig die ganzen Leitungen drin sein müssen. Die sind ja wirklich Nanogröße oder so.
nur um die, was da für Hitze entsteht. Naja, wenn du einen großen i7 hast, der die Größe hat, der geht ja 90 Watt durch. Jetzt gehst du mal davon aus, bei den 90 Watt, du hast ja so Spannungen 1,5, 1,3 Volt. Wenn es wirklich mal irgendwo viel ist, hast du tatsächlich mal 3,3 Volt, aber das ist eher selten, vielleicht noch 2,5 Volt. So, wenn du natürlich jetzt in Physik aufgepasst hast, weißt du natürlich, wie man die Leistung berechnet, ne? Ja. So, das heißt, Stromstärke mal Spannung. Das heißt, wenn du sagst, du hast die 90 Watt, die die Leistung sind, und du hast eine Spannung von 1,5 Volt, dann weißt du, was du für eine Stromstärke hast. Ne? Ja. Das heißt, 90 durch 1,5 ist deine Stromstärke. Wenn du jetzt mal weißt, was du nun mal in der Steckdose, ist jetzt natürlich mit der Spannung und so, ist Wechselstrom und so weiter, schlecht zu vergleichen, klar, aber da hast du normalerweise mit 15 Ampere oder sowas abgesichert, vielleicht 20 Ampere, wenn es viel ist. Rechne mal 90 durch 1,5, wie viel Ampere das sind. Ja, ich spiele gerade, ich rechne jetzt nicht. Sagen wir mal, es sind 2 Volt. Das heißt, 90 durch 2 sind 45 Ampere. Ja, 45 Ampere. Also von der Stromstärke her ist das locker das Doppelte, als wo du so eine normale Hausleitung abgesichert hast. Ja, ja. Das ist Wahnsinn. Und das halt in solchen, ich sag ja so Nano-Leitungen, ne? Also die wirklich empfindlich eigentlich sind. Ja, das geht eigentlich auch nur, weil der eben, wie ich schon hier gezeigt hatte, auf der Unterseite, hat er da so viele Pins. Und der Großteil ist eigentlich Spannung. Oh, halt schon wieder so ein blöder Zaun hier, oder? Ach, da haben wir doch hier. Ja, ja. Wenn du mal bedenkst, wenn du zu Hause jetzt 45 Ampere, oh, ich gehe gleich hoch. Ah, steht, ich bin hochgegangen. Wenn du zu Hause 45 Ampere laufen lassen würdest, da musst du Angst haben, dass so eine 2 mm Kabel wahrscheinlich durchbrennt. Aber ja, da gesagt, drinne, die Stromstärke, die Spannung ist halt extrem gering. Das ist natürlich, darfst du jetzt nicht so ganz umrechnen, ne? Deswegen, aber es war nur mal so ein Vergleich, was? Was? Legen, es kommt gleich der. Was? Da schreibt er, und ich quäle mich hier in den Niederlanden mit Triple LP ab. What? Du quälst dich ab? Und das schon wieder heißen. Der Timera streamt auch gerade, kannst gerne gucken. Nein, wir sind doch froh, dass Nivandun da ist. Außerdem, ich glaube, Nivandun darf das gar nicht schauen. Konkurrenzspiel. Ja eben, da darf er gar nicht reinschauen. Video? Oh no, der Ayusing Tox Utat. Oh, Lämpchen aus. Ja, das ist ein Lichtschalter. Mhm. Der Tox Utat ist ein Universal-Lichtschalter. Gegenstand nehmen? Gegenstand nehmen. Ich habe eigentlich zu viel Heilung. Zu wenig Heilung. Licht aus. Licht an. Das sieht jetzt ein bisschen aus, nachdem der Planetenfresser da war, ne? Trojanisches Flaggschiff, da hinten ist es. Was, wo? Ich müsste mal kurz mein Schiff noch ein bisschen wieder zusammenbauen. Ja, ich habe auch nur noch 60% Hülle. Ich habe 50. Aber hier, Karl Doll kommt mit. Also ich muss zugeben, mein erster PC war wirklich schon ein Intel mit 133 MHz. Also mit Amiga oder gab es noch alles. T64 und sowas habe ich nicht angefangen. Ich habe mit einem Amiga angefangen. Mit einem Allerdings Amiga 500. Und jetzt halte ich fest, aufgerüstet von 10 MHz, also übertaktet, auf 11,7 MHz. Boah. Nee, also so weit war ich noch nicht. Ich habe zwar auch an so guten alten DOS-Rechnern gearbeitet, aber ich habe wirklich, privat habe ich mit Windows 95 angefangen. Ja gut, privat habe ich mit 95 hatte ich, glaube ich, noch kurz in der Hand, aber war schon 98 dran. Da ist doch ein japanisches Schiff, wurde manövrierunfähig gemacht und die Tension bestätigen, dass sich der Tox-Utat an Bord befindet. Wir können ihnen jedoch nicht erfassen. Zu viele Interferenzen. Ich schlage vor, dass wir ein Außenteam das Schiff entern lassen und uns das Gerät aneignen. Jetzt habe ich natürlich meine Crown Traits noch gar nicht ausgewählt. Boah, ich auch nicht. Kann ich auch nicht auswählen, muss ich am Boden sein. Nee. Komm. Okay, wir signalisieren. Haben wir alle unsere Litas mit? Aber schon. Okay. Was, wenn Timer grrr, wie was, hä? Niemanden? Mein erster Film, mein erster richtiger PC war damals, das war halt einer der ersten Aldi-Rechner. Das war 166 MHz MMX-Rechner schon mit, ich meine,
4 Megabyte RAM und einer 2 Gigabyte Festplatte. Wie ich stream, der Temeris aktuell nicht ARK, der müsste doch eigentlich ARK spielen. Vielleicht hat schon aufgehört. Verstanden, wir sind soweit bereit. Danke für den Hinweis. Die Toyaner kommen aus der Umgebung, für die meisten mal die Lebensweiten ist und sie werden Schutzanzüge brauchen, um zu überleben. Gut, verstanden. So, jetzt bin ich mal kurz hier an den Ground. Achso, muss ich einen Anzug anziehen, ne? Ja, hast du einen? Ja, ich muss mal gucken. Habe ich einen dabei? Ja, ich habe einen dabei. Moment, ich muss mal ganz kurz hier was schauen. Ich habe meine guten Anzüge nicht dabei. Kann ich auch nicht ausrüsten. Warum kann ich hier? Hä? Nimm den da. Bodenruf, ich kann man wieder das mal nicht einrichten. Körperpanzer angezogen, ich wollte allerdings. Kann man offensichtlich in der Mission auch nicht ändern. Toll. Was? Den Anzug? Die Traits kannst du nicht ändern. Ja. Anzug. Wo hast du denn den her? Ich hatte einen im Inventar. Das ist natürlich schön für dich. Ich oder nicht. Gibt's hier nicht irgend sowas wie. Wenn man schon. Ach, da hinten ist eine Kiste, guck an. Das habe ich gesucht. Unable du. Besorgen. Okay, ach du Scheiße. Was? Ich habe zweimal draufgeklickt und habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Raumanzüge. Muss ich jetzt meinen BOs auch Raumanzüge anziehen oder wie? Wahrscheinlich. Okay, dann gehen wir hier. Ach du Scheiße. Ich hab ja nur Liter dabei. Ich kann es nur verwenden und ich kann nicht mehr wegwerfen. Ach komm. Ich habe nur Liter dabei. Ja toll, ich habe noch so eine zweite Kiste. Wenn ich versuche aufzumachen, dann ist hier erst recht Pulten offen. So. Zum Glück ist nicht eine Kiste, die einfach alle offenen Flächen ausfüllt. Liter-Anzug da. Elisa-Anzug da. Toral-Laktun bist du selber. Ja. Laktose-Intolerant. Ich hab nur die Liter dabei, also ich habe schon ausgestattet. Okay. Komm hier aus Kammer. Ah, jetzt. Guck an, die Tür ist offen. Ja. Das ist natürlich auch mal geil gemacht hier, ne? Dass du mit dem Shuttle da rein bist. Ach, ich muss einen Anzug anziehen. Ja, stirbst du schon? Nee, warum? Wie ziehe ich denn eigentlich meiner Lita den Anzug an? Warum muss Lita überhaupt das Ding anziehen? Wie, hat jetzt meine Lita den Anzug an oder nicht? Jetzt hat's ihn an. Ach, warte mal, ich gebe mal meiner Lita. Habe ich das zufällig noch dabei, das Gerät? Mach ihn mal kurz weg. Dieser Innenraum, er hat ein bisschen Toss-Style, ne? Ja, warte mal, Herold an die Protonen. Ich habe keine Dingswaffe hier. Radianz an die Protonen, nee, habe ich auch, ich habe auch keine Sonic mehr. Ach, du hast die immer noch nicht weggemacht. So. Worauf schießt ihr da? So, jedenfalls, ich habe ja auch schon mal das Argonit-Gewehr rausgepackt. Ja, ich frage mich auch, warum die Lita den Anzug hier braucht. Wo bist du? Ja, und es sieht irgendwie ein bisschen retro aus, da hast du durchaus recht. Ey, cool, jetzt siehst du, dass das im Raum ist. So eine Mission, die, ist noch aus TOS, diese, ich weiß den Namen oder nicht mehr, diese große Kugel. Alter. Mit diesen gelben Bubbeln dran. Alter, das ist ja eigentlich geil gemacht hier im Raum, ne? Ja, was Schiff mit dem gelben Bubbeln? Eiderpickel. Ja, mit diesem kleinen Zwerg an Bord. Hä? Macht jetzt nichts, ne? Nee, sag mal. Geh mal lang, probieren wir mal, ob hier offen ist. Ich würde sagen, da müssen wir hin. Das hier. Ach, guck, wir angucken, kaum Konsolen raus. Was? Guck mal, das ist. Hey, der haut ab vor mir. Was hat der da für ein Blubbel? So. Umgefullet. Ja. So, und sehen wir uns dann nächstes Mal wieder, wa? So jo. Schnell geht's. Bis zum nächsten Mal. Dann tschüss. Tschüss.